So, YouTube. Willkommen in der ehrbaren Region. Ja, einer Insel. Wir sind in Staffel Nummer 7 von Worker and Resources inklusive Biom-DLC. Ihr habt die richtig gehört. Gestern habe ich ein kleines Video dazu aufgenommen, auch zu finden auf dem Kanal. Es gibt jetzt ein Biom-DLC und dadurch sind sowas wie Palmen- und Dschungelartige Teile durchaus möglich. Wir haben uns gestern eine Karte noch designt für diesen Staffelstart, weil der Karteneditor leider mit der 1.0 kein Update erfahren hat. Das heißt, der ist immer noch genauso mickrig, was die Kartenerstellung angeht, wie bisher auch. Schlechte Ressourcenverteilung und. Deswegen haben wir das dann selbst in die Hand genommen, das hier relativ flach gemacht, damit man das so ein bisschen ins Inland laufen lassen kann. Also die Insel ist generell sehr flach. Wir haben sehr viel Baufläche hier nach hinten. Wir haben überall Wasser für Häfen oder so. Und wir wissen, wo die Ressourcen in etwa liegen. Das reicht uns auch. Wir haben hier Hafenmöglichkeiten auf jeden Fall. Hier haben wir ein paar Tempel von der Grenze. Die habe ich einfach so ein bisschen hingesetzt, damit das nicht so leer aussieht, nicht wahr? Und ja, das ist, glaube ich, so alles, was hier uns diese Staffel über begleiten wird. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht müssen wir die Karte nochmal optimieren. Das mussten wir die letzten Male ja auch machen. Da sind wir fehlgeschlagen, das ein oder andere Mal. Aber diesmal bin ich guter Dinge. Im Hintergrund wurde halt an einigen Sachen geschraubt. Kleine, Bugfixes, aber nur, ich suche hier eine Hütte für normale Ment. Hallo, normale Ment. Da kannst du noch einziehen. Die haben wir nämlich überall auf der Karte so ein bisschen verteilt. Und wir haben uns auch eine Grenze für den Westen hier gelassen, falls wir doch mit dem kooperieren wollen. Da sind immerhin noch 1,6 Millionen drin für Fahrzeuge oder so, die man vielleicht abgreifen kann. Aber mal gucken. Also, wir haben hier auf jeden Fall 4 große, 5, 6, 7, 8, 9 große, flache Kästchen, in denen man gut bauen kann. Eine zweite Insel, einfach nur, damit die Karte nicht leer aussieht. Nicht? Ansonsten sind wir auf einer wunderbaren, Südseeinsel oder wie man es nennen möchte. Mit Vulkanen und allen Schickimicki. Und ich würde sagen, hier ist das große Zollhaus, an dem werden wir starten, unsere Stadt zu designen. Vielleicht in den nächsten Staffeln werden wir dann die neuen Biome Wüste angucken oder Tundra. Besonderheit diesmal, ich spiele mit Winter. Ja, das heißt, das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie die Dinger funktionieren richtig. Das werden wir also alles herausfinden. Wir spielen im realistischen Modus, bedeutet, die ganzen Sachen sind sehr schwer und nicht rückgängig zu machen. Für Errungenschaften sind wir berechtigt. Und wenn wir mal gucken, wir haben alles an, außer globale Ereignisse. Erdbeben sind aus, Erdbeben mag ich nicht so, Erdbeeren sind auch aus, die mag ich aber. Feuer in Gebäuden ist auf normal, weil es doch sehr nervt. Und Unzufriedenheit ist mittel, weil es gibt immer noch keine Kirchen in dem Spiel. Ja. Und die müssen wir also weiterhin über die Mods beziehen. Die habe ich jetzt alle drin. Bisher scheint es keine Kompatibilitätsprobleme zu geben. Wie gesagt, beim kleinen Changelog hätte es mich auch gewundert. Größte Neuerung, die ich bisher entdecken konnte, für alle, die hier reingucken, sind die Lager. Wo sind sie? Die Freilager, die haben jetzt seitliche Anschlüsse. Sehr wichtig. Dadurch kann man die Kapazität der Lager deutlich erhöhen. Und ja, andere Gebäude haben auch ein erhöhtes Vorkommen an Anschlüssen. Aber die meisten sind eigentlich noch gleich. Die Fleischerei hat hier, glaube ich, einen mehr. Und ja, die Kornspeicher gleich geblieben, nicht? Dafür gibt es ja die großen. Da muss man mal reingucken. Und hallo Gamer Paddy. Ja, mal gucken. Also ich hoffe, der Winter hier ist 22 Grad aktuell im Februar, dass es nicht so relevant wird. Und ich würde sagen, wir gucken
rein. Wir starten jetzt mal mit dem Bauen. Also wir brauchen zum einen Wasser. Wasser können wir uns ja überall holen, wo wir wissen, dass wir nichts hinbauen. Abwasser kommt auf jeden Fall in diese schöne Ecke hier. Dann können wir das hier zumüllen. Dann wird das unser, ja, Abwasserbecken. Ich sehe auch, die Seen haben sich ein bisschen vergrößert. Sie sehen aus wie ein Fuß oder so. Sehr interessant. Es gibt sogar Bewegung, was? Mittlerweile eine Erklärung. Okay. Ja, also manche Sachen sind dazugekommen, aber auch Übersetzungen sind so ein paar dazugekommen. Aber ist es halt eher überschaubar, was wirklich passiert ist. Okay, ja, also Abwasser machen wir dahin. Hier kommt unsere Kiesindustrie und ich glaube, das sind so die ersten beiden Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Die Frage ist, wie bauen wir die Stadt dieses Mal auf? Also die letzten Male haben wir ja immer Single-Städte sehr, sehr groß, kompakt auf einer Stelle gebaut. Ich würde dieses Mal wahrscheinlich verteilte Wohnhäuser bauen und die Leute in so ein Zentrum fahren lassen, wo alles vorhanden ist, mit einem Bus. Ich weiß nicht, wie clever das ist, aber vielleicht funktioniert das ja. Die brauchen halt genug Freizeit, aber dann wohnen sie zumindest dichter an den Arbeitsstätten. Vielleicht ist das cleverer, sie an den Arbeitsstätten wohnen zu lassen und zu ihren anderen Aktivitäten zu fahren. Weiß ich nicht. Werden wir vielleicht mal ausprobieren. Könnte funktionieren. Das werden wir sehen. Und Kies ist auf jeden Fall Must-Have mit der Bauindustrie. Ich würde sagen, aber erstmal, wir starten ganz klassisch, nicht? Wir haben den realistischen Modus. Wir können nicht so viel machen. Deswegen erstmal, bauen wir am Gitter oder nicht am Gitter? Das ist noch eine wichtige Entscheidung. Wollen wir am Gitter uns orientieren und alles gerade machen oder freihändig? Freihändig, oder? Die stopfen den Verkehr und das wird teuer auf Dauer. Ja, es hat halt nur eine gewisse Lebensdauer. Freihändig ist cooler, denke ich auch. Ich meine, die Karte ist jetzt nicht für freihändig wirklich so prädestiniert, nicht? Ist jetzt nicht so hübsch, aber ich mag es auch. Vielleicht nur hier vorne, dass wir hier sagen, so ein bisschen gerade. Und Kreisverkehre, ja oder nein? Also ich bin eigentlich Anti-Kreisverkehr inzwischen. Ich habe da drin keinerlei Mehrwert gesehen. Gegenüber einfach einer Linksabbiegerspur. Von daher würde ich das, glaube ich, dieses Mal einfach skippen. Ich weiß nicht. Also wir müssen da hin auf jeden Fall dann ans Ding. Okay, lassen wir es erstmal so. Wir bauen hier erstmal unsere Industrie hin. Und den Rest, der kommt dann später. Die Straßentexturen haben sich leicht verändert, aber es gibt immer noch diese Überschneidungseffekte, teilweise durchscheinendes Zeug und. Also da kann man auf jeden Fall auch nochmal ran. Und als erstes natürlich die Tankstelle, die kostenlos ist, hier an den Eingang mit einer, ja, ich würde sagen, lang genug Anfahrt. Wenn die nicht lang genug ist, die Anfahrt, dann blockieren wir uns selber die Straße da eventuell. So, das sollte reichen. Gut, und ganz wichtig für euch, wenn ihr Autos kauft, kauft sie nicht auf einmal. Das ist verbuggt. Also sonst müsst ihr wieder Autos verkaufen, weil die sich gegenseitig blockieren. Macht die nur lang. Ja, ja, das. Ich hoffe, das ist lang genug. Ich plane immer zu eng, nicht? Das ist mein großer Nemesis. So. Wir fangen an, wir kaufen Autos. Was Neues auf jeden Fall und was ich gerade sehe, was ich noch umstellen muss. Wir haben gestern nämlich einen Bug gehabt im Editor. Und zwar war das UI zu klein. Und deswegen habe ich da die UI-Größe skalieren angehabt. Aber ich würde sagen, für die Aufnahmen ist es besser, wenn ich das wieder in die Normalgröße mache. Ist auch angenehmer für die Augen. Zumindest für meine, nicht wahr? Gebrauchtes Gut. Ja, das können wir auch gleich gucken. Stimmt. Erstmal gucken wir, was es gibt. Also dieser Bus hier hat sich zum Beispiel verändert. Der war vorher so ein, wer sich erinnert, so ein weißer mit blau. Fand ich eigentlich hübscher.
aber der hat eine komplett neue Textur bekommen, wie es aussieht. Also auch die hier, weiß-blau ist anders. Der hatte blau, was hier oben rumging irgendwie. Ja, ansonsten, die kennen wir eigentlich alle. Die hatten wir uns gestern auch schon angeguckt. Und ja, wir brauchen jetzt das auch neu sortiert, Öltanks. Und ich würde sagen, wir brauchen den kleinen erstmal am Anfang nur. Der ist günstig, 3.700. Oder wir nehmen den, der kostet 4.300, das sind 600 mehr. Also merken wir uns 3.742 und dann gucken wir mal, was die denn hier an Gebrauchten, an Ölfahrzeugen haben. Ob sie was haben. Brandneu. Hä? Aber ich warte auf Gebrauchte. Neues. Ach da, gebraucht. Hab vergessen, dass man die da auch kaufen kann. Hier gibt es noch einen ganz anderen. 6,2, 3 Jahre alt. 11 Tonnen. Das Problem ist jetzt 39% Abnutzung. Wenn ich den kaufe, 2000. Das wären 1900 und ich müsste dann schneller in die Reparatur rübergehen. Weil wenn der jetzt liegen bleibt, muss ich einen zweiten kaufen. Wenn ich einen neuen kaufe, habe ich bis 1970 Zeit, die Reparaturwerkstatt aufzubauen. Wenn ich den hier kaufe, kostet mich das halt 40% der Zeit. Das heißt, da muss ich schon bis 1965 oder so soweit sein. Gut, bis 1965 sollten wir es so oder so haben, sonst haben wir ein Problem. Komm, wir gehen auf Risiko. Wir sparen diesmal am Anfang. Der kostet 2000, wir nehmen ihn. Und wo ist er? Dort. Und wir müssen ihm erst ein Depot zuweisen. Und dann kann er losfahren. Dann brauchen wir die Baubüros. Es ist nicht herrlich. Nach so langer Zeit mal wieder da reinzusteigen, ist auf jeden Fall ein schönes, schönes Gefühl. Und da sind die ersten 3000 auch schon weg. Genau, direkt einstellen für Sprit, aber er muss erstmal fahren. Er ist jetzt auch nicht der Schnellste. Und gibt es nicht eine kleine Reparaturwerkstatt? Container. Bei Straße ist das nicht. Hier bei Werkstatt. Nee, es gibt nur eine ganz kleine. Und ich finde die kleine schon zu groß. Warum gibt es nicht so einen Hinterhof-Autoschrauber-Shop, nicht? Für ein Auto oder so. Das wäre halt cool. Und da haben wir unseren V3S. Und der fährt jetzt von hier, belädt sich mit Treibstoff und entlädt sich hier mit Treibstoff. Und wir sagen starten. Dann sagen wir noch die Baudinger auf... Oh, man kann auf 3,5 Kilometer gehen. Das ist neu. Und wir übernehmen das alles, sagen kopieren und kopieren die Einstellung auf alle rauf. So, Nummer 1 geschafft. Dann... Wollen wir gucken, bei Baufahrzeugen können wir Gebrauchte kaufen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Auch bei Bussen für die Sachen. Fangen wir mal mit den zwei Bussen an, nicht wahr? Wir haben die geändert. Ja, die haben einige kleine Sachen geändert, aber nichts so Großes. Ich bin halt gespannt, was uns alles begegnen wird. Der ist ein Jahr alt. Es gibt leider nicht zweimal den gleichen Bus. Das ist ein bisschen schade. Aber hier ein Jahr und ein Jahr, beide auf 40... Der ist gar nicht schlecht. Das ist sogar einer aus der Zukunft, nicht? Der dürfte eigentlich gar nicht... Das haben sie nicht gefixt, dass... obwohl wir 1960 und gesperrt nach Baujahr haben, gibt es diesen Bus hier schon, den es eigentlich gar nicht geben dürfte zu dieser Zeit. Der kommt, glaube ich, erst raus. Der kann 75 fahren mit 57 Passagiere oder der ist neu. Den kenne ich ihn nicht. Weil eigentlich ist der LZ695B nicht und nicht der LZ965N. Um die Zeit draußen. Ich würde sagen, die beiden hier, oder? Aber wie viel kosten die Busse denn so? Das ist immer noch wichtig. Kann ich das hier...
Offen lassen? Wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt hierauf gehe und sage kaufen. 2,639. Ah, ist schon auch ein Tausender, 1200 gespart. Okay. Also nehmen wir die Busse. So, dann haben wir zwei Busse, dann lassen wir die erstmal rausfahren. Direkt einen großen Bus. Definitiv, kauf keine kleinen Busse. Egal, wie sehr es verlockt ist, das günstiger zu machen. Die lohnen sich wirklich nur, um zum Beispiel für Sachen, wo nur zwei, drei Arbeiter sind, eine kleine Route einzurichten. Wo sind die Busse? Ach, ich muss die Busse einzeln. Ah. Okay. Das ist aber gut, wenn die da erstmal drin sind. Kann ich nicht warten, bis der rausfährt, weil die blockieren sich sonst gegenseitig. Weil der nochmal wenden muss. Also ich weiß nicht, wer das, ob das an diesem Mod liegt, den ich habe, oder das Zollhaus direkt ein Problem ist. Ich habe die Mods so gelassen, wie sie sind. Könnte halt sein, dass die hier dieses Problem verursachen, dass der erst nach hinten fährt, um dann wieder nach vorne zu fahren, weil hier der eine Knotenpunkt falsch eingerichtet ist. Aber Custom-Zollhäuser auf jeden Fall notwendig gewesen früher. So, was haben wir denn noch? Wir brauchen Kipper. Da gibt es auch irgendwie nur die zukünftigen. Aber die sind zu teuer. Da kann ich auch neue kaufen. Was haben wir noch? Feuerwehr, Ernten brauchen wir nicht. Diesellokomotive, Bus haben wir. Abgedeckte Ladefläche. 4,8. 8% ein Jahr. 4,8. Was kostet der neu? Ich hätte halt gerne mal den Neupreis direkt dran stehen. Das wäre super hilfreich, nicht? So kleine Features, die wenig kosten, die man aber leicht umsetzen könnte. 5,7 für neu. Ja, 5,7, 900 gespart dafür, dass er ein Jahr nur Abnutzung hat, ist ja optimal. Okay, rein da. Da haben wir den einen abgedeckten, mehr kaufen wir gar nicht davon. Offene Ladeflächen. Oh! Oh, einer mit 27 Tonnen für 14.000. Der kommt aus der Zukunft. Also das ist echt blöd. Das müssen sie anpassen. Weil das ist halt super doof, dass hier ein Fahrzeug von 1980 in dem Spielstand dann zur Verfügung ist. Die sind ja eigentlich gesperrt, nicht? Wie kann das ein Gebrauchtfahrzeug sein? Also. Ja. Ich hinterfrage das. Planierraupen. 2 Jahre 2600. Okay, wir gucken. 2 Jahre 2600. Ja, das sind 500 mehr. Die kaufe ich neu. Frage ist halt nämlich gleich die andere mit Stufe 8. Ist aber deutlich teurer. Ein Tausender nochmal mehr. Ne, kaufen wir drei davon. Dann haben wir drei Planierraupen. So, was könnten wir noch kaufen? Schneepflug. Oh, wir brauchen auch einen Schneepflug theoretisch, nicht wahr? Ich kann ja mal gucken, gibt es gerade einen? Ja, gibt es. Der kostet 6.000 in etwa. Was kostet ein neuer? Ah, den kann ich hier gar nicht kaufen. Den kann ich natürlich nur hier kaufen. Schneepflug kostet. Es gibt so viele Fahrzeuge, oder? Müsste aufgelassen sein. Nee, nicht, wenn es dasselbe Fenster ist. Das Kauffenster kann nur einmal offen sein. Das ist leider das Gleiche. Das bleibt nicht offen. Das wäre zum Beispiel auch eine nette Sache. Aber ich glaube, weil es den Button zum Kaufen halt nur einmal gibt. Kann ja immer nur in einer View sein, deswegen kann nur eine View gleichzeitig offen sein. Schneeflug. 4,3. Hä, der kostet neu 4,3? Okay, weil er langsamer ist als der andere. Okay. Ah, dann brauche ich den anderen nicht kaufen. Das ist blöd, dass. Ich kaufe nur die Sachen, die hier nicht aus der Zukunft sind. Planierraupe haben wir geguckt. Ernten, Feuerwehr, Gefangenentransport, Kipper war nicht dabei, Öltank haben wir. Ja, mehr ist gerade nicht verfügbar. Dann würde ich sagen,
kaufen wir hier die vier Kipper. Was soll ich sonst machen? Kipper. Und zwar diese hier. Auch wenn sie teuer sind, wir brauchen sie. Dann kaufen wir uns zwei Betonmischer. Straßenweizen 2, auch wenn ich eher weniger Straßen bauen werde am Anfang. Aber dann haben wir sie. Straßenkräne, dann nehme ich den günstigen auf jeden Fall. Ich weiß, viele erlegen sich auf, ohne Straßenkarren zu bauen, aber ich finde, das ist jetzt, außer dass es noch langsamer wird, hat es ja keinen Vor- oder Nachteil. Offene Ladefläche. Da könnten wir überlegen, ob wir nur den hier nehmen. Weil 13 Tonnen Stahl oder den hier. Der kostet 5,6. Dann kann ich auch den nehmen. Der kann 7 Tonnen. Kostet 4,3. Lass wir erstmal den nehmen. Dann muss er öfter fahren. Ha, ha. Ich meine, die sind gleich gut, nicht? Der sieht aus wie ein kleiner halt davon. Gleich schnell, kann halt nur weniger laden, weil er nicht ganz so lang ist. Ach komm, dann können wir damit Sachen transportieren. Der andere kann nämlich die Sachen nicht transportieren. Aber ich hoffe, die haben sich nicht blockiert. Jetzt habe ich zu schnell hintereinander gekauft, ne? Aber ich glaube, es reicht noch. Dass die hier wunderbar hintereinander raustuckern. Brauchen wir noch was? Ich glaube, wir haben alles, oder? Wir haben einen Bus, wir haben eine abgedeckte Ladefläche, Kipper, offene, Planierraupen, Straßenkrane, Straßenwalzen, Busse haben wir, Betonmischer, Bagger haben wir nicht. Bagger fehlen uns. Da würde ich sagen, der ist halt auch echt teuer, da nehmen wir auch von dem hier vier Bagger. Die sind super schnell. Und es regnet hier. Ja, in dem DLC-Biom ist durchaus möglich, dass es hier Starkregen gibt mit Überflutung. Ich weiß nicht, ob das im freien Spielstand oder nur auf der vorgefertigten Map der Fall ist. Das werden wir dann im Zweifel herausfinden. Aktuell ist es März und wir haben 28 Grad. Im Februar waren 22 Grad. Aber es gibt schon ein richtig cooles Gefühl, dass es mal anders aussieht mit Palmen und sowas oder auch mit Schnee oder auch mit Wüste. Also das macht schon viel aus. Wenn sie da noch ein bisschen mehr reinliefern, so nach und nach, wäre das eine coole Sache. Ich weiß nicht, was man noch bringen könnte, aber zum Beispiel auch diese Tempelanlagen finde ich schon stark, dass man die sich setzen kann, nicht? Allein das im Hintergrund zu haben, so ein bisschen, macht viel aus. Und wir haben wieder den Megastau mitten im Dschungel. Und wenn die dann alle mal fertig sind, können wir wirklich mit dem Bauen anfangen. Die Frage ist, macht es Sinn, vielleicht doch schon dieses gratis technische Dienste zu haben? Ich würde sagen, ja. Dann haben wir ja gesehen. So, die auch erstmal nach da und auch 3500 Kilometer. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schneepflug, würde ich sagen. Einfach damit wir einen haben. Und ein Müllabfahrzeug. Nehmen wir eins hier. So, dann haben wir die auf jeden Fall auch. Oh oh. Aber da ist der Treibstofflieferant. Sehr gut. Hier haben wir noch eine Reserve, wenn wir merken, irgendwo was fehlt. Vielleicht noch ein Bus. Vielleicht noch ein, so einen langen. Ja, wir könnten noch einen langen kaufen, nicht? Offene Ladefläche. Komm, holen wir noch einen dazu. Dann haben wir drei. Das ist eine gute Quote für einen Start. Und hier haben wir noch ein komplett freies. Sehr schön. Damit haben wir den Grundstart. Und was habe ich wieder gemacht? Ihr habt mich nicht erinnert. Ihr habt mich nicht erinnert. Was haben wir hier? Den Stromanschluss. Kacke. Aber das Gute ist, wir haben hier auch einen Stromanschluss und ich würde auch dieses Mal eher den hier nehmen, anstatt den hier vorne. Das Einzige, es könnte halt am Anfang teuer sein,
aber ich würde das durchaus in Kauf nehmen. Die Frage ist halt wirklich, wie bauen wir unser Stromnetz auf? Wollen wir das mit der Straße irgendwie koppeln, dass das immer in der Mitte läuft, das Stromnetz? Und wir können das hier nochmal gucken. Also ich kann dir das nochmal zeigen, nicht? Also wenn du das hier hast, das ist jetzt brandneu. Okay, gehen wir hier auf Gebrauchte, weil ich hatte es ja verschoben. Allein wenn du verschiebst, dann geht die Nadel automatisch aktiv. Also die musst du nicht setzen selber dann. Sobald du es einmal verschoben hast, aber wenn du das dann das Zollhaus zumachst, nicht? Das hängt am Zollhaus halt dran. Und wenn du das Zollhaus auflässt, aber hier rauf gehst, und dann sagst kaufen, dann geht das halt zu. Also selbst wenn du das Zollhaus versuchst offen zu lassen und gebrauchte Fahrzeuge, das Fenster kann nur einmal da sein. Damit haben wir das endgültig geklärt. Okay, alle Fahrzeuge stehen, außer unser Lieferant. So. Wollen wir Schritt für Schritt machen? Oder wollen wir alles auf einmal erstmal planen und dann den großen Start geben? Ich bin mir unschlüssig. Beim letzten Mal haben wir immer erst, also die ersten Spiele habe ich immer alles vorgeplant, nicht? Und dann bin ich richtig pleite geworden, weil ich nicht reagieren konnte teilweise mehr auf Sachen oder Sachen ewig gebraucht haben. Wenn ich aber kleinteilig baue, dann kann es halt länger dauern, als wenn ich viel baue, weil die sich viel besser verteilen können. Was wir auf jeden Fall machen wollten, also wir können erstmal, wir müssen Abwasser planen. Nicht? Also ohne Abwasser können wir das eh nicht starten. Von daher können wir das schon mal vorsehen und bauen lassen. Das ist ein guter Start, denke ich, für den Einstieg. Und kleines oder großes Klärwerk? Das große ist 200 Tonnen Beton. Ich meine, am Anfang sind die Sachen halt günstiger. 165 Kubik Wasser kann das hier regeln. Und ein Brunnen gibt. Ein großer gibt 215. Und das große Ding schafft 440. Okay, das große schafft auch nicht so viel. Das große haben wir noch nie voll bekommen. Das kleine durchaus schon. Aber bauen wir erstmal ein kleines. Obwohl, wir brauchen ja nicht mal ein Klärwerk am Anfang. Stimmt, das können wir weglassen. Also wir können hier zwar ein Klärwerk vorsehen, aber wir brauchen es ja gar nicht. Wir können die Scheiße durchaus auch einfach so wegschwimmen lassen. Indem wir hier so einen Verteiler hinpacken. Brauche ich? Eigentlich brauche ich keine Pumpe, aber ich bin immer. Und mit T kann man übrigens spiegeln, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Das war aber schon in den Versionen davor drin, aber manche haben ja lange nicht gespielt. Finde ich auf jeden Fall wichtig. Okay, dann. Ich baue mal eine Pumpe fürs gute Gewissen und dahinter diesen Verteiler. Und sage bestätigen. So, das heißt, dann könnten wir hier das Klärwerk anschließen später. Wir könnten hier aber auch seitlich einfach rangehen und was anschließen. Damit wäre das schon mal geregelt. So, Klärwerk. Wie groß wird denn das Klärwerk? Das wäre vielleicht noch wichtig für unsere Überlegung zum Abmessen. Ja, das ist gar nicht so groß. Ich glaube, die Karte ist größer, als ich das schon wieder wahrnehme. Das Kleine kann also hier sogar in die Ecke. Und das Große, wenn wir das später ergänzen, hierhin. Dann haben wir. Dann können wir die Straßen nämlich hier schon mal ziehen. Ich denke, laufen die irgendwie so und. So.
Da ist die Ecke für Klärwerk vorgesehen. Und fertig ist der Lachs. Dann kann ich nämlich hier die Baubüros, die ersten, hinplanen, die für die Industrie dann später sind. Wir lassen mal das Wasser frei, falls wir hier noch später einen Exporthafen. Oh. Wir könnten hier einen Exporthafen hinmachen für den Kies später. Gut, Kies ist jetzt nicht wirklich der Geldbringer, nicht? Eigentlich ist es eher ein Minusgeschäft. Weil dann muss ich den nicht über die Autobahn hier hinliefern lassen. Dann lassen wir das mal frei. Machen wir. Ach, kriegen die hier erstmal so einen Abstand? Das sollte reichen. Und versuchen wir mal nur Dreierkreuzungen hinzukriegen. Keine Viererkreuzung? Wäre das auch eine Überlegung? Ich meine, das sind ja eh keine fixen Straßen. Die kann ich ja jederzeit abreißen. So, hier würde Strom lang laufen, eventuell später. Das heißt, hier könnten die beiden Baubüros hin. Und wir hatten geguckt, bei den Baubüros immer, an sich sind die kleinen effizienter vom Preis her. Also zwei Zwölfer kosten nur 20 Tonnen Kies, kosten nur 20 Tonnen Ziegel, kosten nur 5 Tonnen Stahl, kosten nur 26 Tonnen Beton, kosten 16,8 Asphalt, nicht? Eigentlich hat das nur Vorteile, verbrauchen aber genau doppelt so viel Strom, das darf man halt nicht vergessen. Das heißt, hier sind zwar die Einmalkosten höher bei den 24ern und die dreifache Bauzeit, aber es sind Einmalkosten. Andererseits kann das Bauamt auch nicht so gut priorisieren dadurch. Also ich bin eigentlich weiterhin für unsere zwei Bauamt-Taktik. Und was immer schlecht ist, ich habe die sonst immer über eine Straße angesteuert. Das Problem ist, wenn ich später die Straße upgrade, dann hatte ich das Problem, dass ich da immer Probleme hatte. Vielleicht machen wir das so, dass wir hier so eine Art Kreis haben. Dann kann ich die nämlich nach und nach upgraden, ohne dass die sich gegenseitig blockieren dann. Ich meine, wir gehen einfach mal neue Wege. Wenn wir merken, die sind schlecht, nicht, dann werden wir halt mit einer Staffel 8 irgendwann weitermachen. So, dann sind das hier die beiden ersten Gebäude. Wunderbar. Und dann können wir ja die hier erstmal umziehen lassen und abreißen. Darum geht es ja eigentlich. Die am schnellsten erstmal loszuwerden. Jetzt tingeln sie los, nach und nach, holen das Baumaterial im realistischen Modus. Und bringen das dann entsprechend dahin. Ah, sieht aber schon schön aus, oder? Sieht so ein bisschen nach Jurassic Park aus, diese Bucht. Dün, 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 dün. Und das sieht ein bisschen aus wie von den Ghostbusters, dieser Scanner von Egan. Der dann immer hochging. Okay, danach das Abwasserzeug. Da müssten wir ja nur einen Fußweg ranbauen. Dass die da irgendwie erstmal rankommen. Klong, klong. Und dann hätten wir da auch die Rohre. Ich habe ja diesmal auch geplant, dass wir vielleicht auch
direkt am Anfang eine richtig teure Industrie aufbauen und die Sachen importieren. Aber vielleicht sowas wie eine Alkoholindustrie direkt hier vorne, die einfach das Zeug reinbekommt und gleich wieder verticken. Vielleicht extra hier hinten oder so, dass die so ein bisschen abgelegen ist und ihren eigenen Kreislauf hat, sodass wir darüber Geld machen. Ich weiß, die meisten nehmen Uran oder verbrennen einfach na, wie heißt der Müll? Sondermüll. Aber sowas will ich hier gar nicht anwenden. Wir wollen das schon ein bisschen normal halten, sage ich mal. Ja, die Ansicht hier hat sich übrigens auch geändert, so ein bisschen. Da kann man wirklich genauer gucken, was man import und exportiert hat anscheinend. Ressourcenbewertung, Produktion, Export. Das hier ist auf jeden Fall neu. Auch ein bisschen filagraner, diese Ansicht. Nicht mehr diese harten, dicken Linien. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Wo war denn der Welthandel? Ressourcen und Status? Nee. Der war doch unter Wirtschaft. Da. Wo ist der Sondermüll? Da. Sonstiger Müll, Sondermüll. Bringt aber aktuell auch nur 700. Also ist jetzt auch nicht so, dass es, wow, richtig fett Kohle bringt. 900, wenn wir von den westlichen Staaten holen würden. Und wir sehen, langsam fängt die Wirtschaft an zu arbeiten. Kohleerz geht nach oben. Und wir müssen aufpassen, dass wir mit dem Treibstoff hier, dass das nicht wieder ein Problem wird. Also, in den ersten Staffeln war es immer so, dass irgendwann der Treibstoffpreis auf 1000 pro Liter hochgegangen ist und wir einfach sofort pleite waren in einem halben Jahr. Und gerade im realistischen Modus kann man auf so eine krasse Änderung nicht so schnell reagieren. Deswegen hoffe ich, dass es diesmal nicht passiert. Aktuell ist er bei 111 Verkauf, 123 Einkauf. Also wirklich spottbillig, muss man einfach so sagen. Ich meine, wir haben immer ein bisschen Glück, dass in den Tankstellen was zwischengelagert ist. Ich glaube, die... ich kann die Autos ein bisschen lauter machen. Ich glaube, die haben die Töne nochmal angepasst. Das hört sich auf jeden Fall nicht mehr so extrem nervig an. Dann hat man wenigstens ein bisschen Sound. Kann ja auch mal mitfahren. Und gucken, was der so macht. Und währenddessen können wir ordentlich am Steuer trinken. Ich meine nicht, wir sind ja nur Beifahrer. Prost! Und für 93 erstmal irgendwas geladen. Ah, die Kamera... Nee, springt nicht zurück. Ah, das kann man minimieren. Ah, das ist ja auch nicht schlecht. So ist doch viel schöner. Wir können ja auch mal langsam durch die Palmlandschaft fahren. Ist alles ein bisschen sehr düster und dunkel für Dschungel. Aber ich glaube, das ist relativ realistisch, nicht? Ist halt nicht so quietschebunt wie in anderen Spielen. Hier ist alles ein bisschen dunkler, echter... Aber man sieht zum Beispiel, der Boden hier schwebt. Das sieht nicht gut aus. Wenn man so dicht dran ist. Der ist zu weit oben. Über den eigentlichen Boden. Okay, auch die Baustelle ist höher als der Rest. Aber ich finde trotzdem den Detailgrad einfach überragend, nicht? Der fährt hier hin, der lädt das wirklich ab. Das sucht man ja in jedem anderen Spiel sonst vergeblich. Also, das ist schon Modellbau-Eisenbahn-Niveau. Auch wenn ich mir von der 1.0 halt mehr erwünscht hätte, nicht? Aber trotzdem, es gibt kein Spiel mit dem Funktionsumfang,
was einen Städtebau angeht. Es gibt sicher irgendwelche Automatisierungsspiele, die auch relativ cool sind und viele Optionen haben. Aber gerade 3D-Städtebausimulation, nachdem Cities Skyline 2 so gefloppt ist, ist das hier jetzt in der 1.0 so ziemlich das einzige am Markt, nicht? Und jetzt, wo es aus dem Early Access ist, heißt es auch, vielleicht weniger Updates, vielleicht noch ein, zwei DLCs und dann keine neuen Feature und Entwicklungen mehr, wie über die letzten 5 Jahre passiert ist oder sogar, ja, 5 Jahre sogar. Wahrscheinlich sogar ein paar mehr im Hintergrund. Finde ich ein bisschen schade. Das war so ein bisschen immer der Lichtblick, oh, was kommt als nächstes, was kommt jetzt noch? Aber nachdem die Sache da mit dem Fan war, der, oder auch dem Mod, der sich da irgendwie bereichern wollte und die ganze Firma angeklagt hat, dass die seine Ideen geklaut hätten, was sich ja dann zeitlos rausgestellt hat. Also, nur weil ich irgendwann mal hinschreibe, die Tür ist blau und alle Türen, die blau wären, verklage ich, weil ich hatte die Idee, dass die Tür blau ist zuerst. Nicht. Aber es hat dem Spiel halt, glaube ich, geschadet und ein paar Features gekostet, die jetzt eigentlich hätten drin sein können, schon längst. Und ja, ich hoffe, die machen einen zweiten Teil. Ich habe auf jeden Fall das DLC geholt, allein um zu zeigen, hey, unterstütze ich, bitte macht mehr davon. Und wenn jetzt noch der Karteneditor zum Beispiel geiler wird, sodass man auch schneller mal eine coole Karte machen kann und die nicht von Hand so selbst schnitzen muss wie ich hier und dann kommt so ein was Flaches bei rum, weil man keine Lust hat, alles zu designen, dann wäre das halt noch eine coole Sache. Gerade für einen Full Release hätte ich das erwartet. Gut, eine Hoffnung gibt es noch, aber es ist ein bisschen ein anderes Setting und auch eher quietschebunt, ist Foundation. Foundation ist auch ein sehr, sehr gutes, aber eher Mittelalter-Aufbauspiel. Hat halt wenig mit richtigem Städtebau zu tun, eher Dorfbau, aber das finde ich auch noch klasse. Und das kommt dieses Jahr auch raus. Das heißt, mit den beiden Spielen hier dann sind alle großen Sterne, die ich so verfolge, eigentlich erledigt. Die meisten bringen halt nur noch sowas wie Coffee Simulator, Internet Coffee Simulator, My Supermarket Simulator raus. Das ist aber immer wieder das Gleiche. Mit den gleichen Assets von einem anderen Studio, was aber wahrscheinlich dieselben Entwickler im Hintergrund sind oder dieselben Personen, mit demselben Code, nur mal ein neuer Anstrich. Und die Leute kaufen sie Semmel mit Brot. Natürlich läuft das dann und dann kommen davon mehr Sachen raus. Hier, nicht? Die Fanbase ist stabil, aber überschaubar, würde ich sagen. Gerade der realistische Modus schreckt halt sehr viele, auch Neulinge ab. Kein Beton oder Asphalt, aber die liefern die Sachen hier hin, sehr gut. Oh, und wir haben das erste Gebäude fertig. Das erste Gebäude in unserer neuen, wunderschönen Nation steht. Und ich finde, das ist doch ein klasse Ding. Hat uns nur ein paar Monate gekostet für eine Wellblechhalle. Naja. Sobald die zweite fertig ist, können wir die umziehen lassen und dann sauber aufteilen. Übrigens, es gibt noch einen versteckten Modus. Und ich weiß nicht mehr, wo war der, wenn man... Nee, das war's nicht. Jetzt habe ich nicht ganz woanders gekommen. Aber ich habe das vergessen. Wenn man Shift 1, nee, Steuerung 1 war es nicht. Ja, da komme ich wieder hier hin. Ich glaube, Steuerung 1 ist in die Mitte der Karte zentrieren. Wir sind auf der ganz anderen Seite. Steuerung F1? Nee. Es gab einen Quick Super Mode, wie man ganz, ganz schnell alles laufen lassen kann. Ich habe es wieder vergessen. Da werden aber nicht alle Berechnungen sauber gemacht. Aber gerade für den Start wäre das eine coole Sache, wenn ich das einfach ein bisschen schneller laufen lassen könnte.
Was macht denn hier die Steuerung? Zoom-Update, GUI umschalten, Nahaufnahme, Untergrund, Topografie. Zoom, Gebäude. Empfindlichkeit beim Gebäude drehen, Cursor, Spiel pausieren. Werkzeuge abwählen, Kamera. Okay, aber ich glaube. Warum fahren die da nicht mehr hin? Ist mir aber auch egal. Wir teilen die noch neu zu. Du arbeitest ab sofort da. Du ab sofort da. Das machen wir mal im langsamen Modus. Du da. Du da. Du da. Du da. Du da. Und dann haben wir doch einen guten Ausgangssituationsstand. Betondinger, du nach da. Und jetzt jeder noch einen Bus. Einen offenen kriegst du. Dafür kriegst du die Walze mehr. Ein Bagger nach da, ein Bagger nach dort. Ein Bagger nach da. Ein Bagger nach dort. Und dann haben wir nur noch den offenen. Schicke ich erstmal nach da. Sehr, sehr gut. Dann können wir hier nämlich den Strom wieder langziehen, ohne dass wir da was im Weg haben. Wer das vergessen hat, von euch zu erwähnen. Ach, da sind noch zwei Straßenwalzen drin. Die habe ich gar nicht gesehen. So, und wenn wir neue brauchen, dann machen wir das lieber mit ordentlichen Anzeigen und neuen Gebäuden und nicht diesen Gratis-Gebäuden, nicht wahr? Ja. Schön ist es. Und ich würde sagen, damit haben wir die erste Folge der ersten, oder die erste Folge der siebten Staffel mit den neuen DLC erstmal geschafft. Wir haben zwei Baufahrzeuge und können weiterplanen. Seid gespannt. Werden wir überleben? Ihr werdet sehen. Wir haben schon auf jeden Fall ordentlich ausgegeben. Ich hoffe, wir können es diesmal schaffen. Bis dann.